Kapitel 17. Ich hätte die Ruhe bewahrt, ganz bestimmt sogar. Schließlich war es nicht das erste Mal, dass mir in meiner Funktion als Kindermädchen ein paar Kinder abhanden gekommen waren. Und außerdem hatte Monsieur Roger gesagt, dass in diesem Haus bis jetzt noch alles Verlorene wieder aufgetaucht sei. Früher oder später jedenfalls. Und Monsieur Roger hatte bekanntlich immer recht. Und drittens waren die Kinder ja nicht mal mir persönlich entlaufen, sondern unter etwas unglücklichen Umständen verschwunden, für die man mich gar nicht verantwortlich machen konnte. Ich war allerdings diejenige, die das mit dem Versteckspiel überhaupt erst angeregt hatte. Und dass man sie jetzt nicht fand, war vermutlich meinen eigenen Tipps zu verdanken. Hier gab es ja schon für Erwachsene reichlich Verstecke, aber für kleine Kinder waren die Möglichkeiten schier unendlich. Wie gesagt, ich hätte die Ruhe bewahrt. Wenn nicht dieser Thriller-Autor plötzlich mit seiner Entführungstheorie um die Ecke gekommen wäre und mich total in Panik versetzt hätte. Der Tag hatte schon mies angefangen. Die Tüpfelhyänen hatten vor mir, wie immer, in epischen Ausmaßen geduscht und nicht nur sämtliches warmes Wasser verbraucht, sondern auch das Fenster vom Waschraum offen stehen lassen, sodass sich beim Zähneputzen ungelogen Eiszapfen an meiner Nase gebildet hatten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es jemals leid sein würde, Schnee beim Fallen zuzusehen, aber tatsächlich fand selbst ich, dass es allmählich genug geschneit hatte. Am ersten Tag waren die Konturen unseres schönen Drachen an der Eisbahn noch zu erkennen gewesen. Am zweiten Tag war er nur noch ein hügeliger Wulst. Und mittlerweile konnte man nicht mal mehr ahnen, dass da überhaupt jemals etwas gelegen hatte. Der Schnee deckte einfach alles zu. Jaromir und der alte Stucky hatten alle Hände voll zu tun, wenigstens die Hauseingänge frei und die Hauptwege bis zum Stall und hinunter zur Straße begehbar zu halten. Die Autos auf dem Parkplatz waren nur noch riesige weiße Haufen, die allmählich ineinander wuchsen und ein bisschen an die Baiser-Verzierungen auf Madame Cleos Tarte au Citron erinnerten. Jeden Tag mussten das Oberlicht und die Dachfläche drumherum, die ich heimlich die Walzer-Terrasse getauft hatte, geräumt werden. Manchmal sogar zweimal, weil sich der Schnee wie eine Haube über die Glaskonstruktion stülpte und das ohnehin nur spärlich vorhandene Tageslicht schluckte. Bis jetzt war die Straße vom Tal herauf täglich geräumt worden, sodass Post, Lieferanten und das Personal, das nicht im Hotel schlief, sondern im nächsten Dorf wohnte, wie Caroline, immer noch gut durchgekommen waren. Aber in der Nacht zum 28. Dezember hatte es so viel geschneit, dass sogar der zähe Zeitungsbote nicht erschienen war. Was, wie Monsieur Roger versicherte, höchstens einmal pro Jahrzehnt vorkam. Die wetterbedingte Entschleunigung, die über die Weihnachtstage den Großteil der Gäste in Entzücken versetzt hatte, schlug allmählich in nervöse Anspannung um. Viele schienen eine Art Stubenkoller zu bekommen, weil sie nicht nach draußen konnten. Beim Frühstück hatten sich die Pharmaunternehmerin und der Liebhaber der Kugellagerbaronin einen Kampf um die letzten Himbeeren auf der Obstplatte geliefert, bei dem laut Gracies Schilderung sicher Blut geflossen wäre, wenn der rückgratlose Rudi nicht eingeschritten wäre. Der Mann der Politikerin ließ sein Onsenei wegen nicht perfekter Form zurückgehen, worauf der Küchenchef den armen Pierre quer durch die Küche jagte und Dons Mutter alarmierte das Personal, weil es in der großen Turmsuite streng roch, was Fräulein Müller veranlasste, gleich drei Etagenwagen und sich selbst loszuschicken, quasi mit Blaulicht. Kurz darauf kam Don schlecht gelaunt in unsere Kinderbetreuung geschlurft. Vermutlich war er sauer auf sich selbst, weil er nur noch einfallslose Stinkbombenstreiche im Petto hatte. Was die Beschäftigung der Kinder betraf, fühlten Caroline, die Gott sei Dank hinter dem Räumungsfahrzeug durchgekommen war, gerade rechtzeitig, um die kleine Dasha aus den Armen ihres besorgten Vaters entgegenzunehmen, und ich uns ganz ähnlich einfallslos. Wir hatten so viel gebastelt, dass man damit eine Tonhalle hätten füllen können. Das selbstgeschriebene Kasperle-Theaterstück war vor 17 aufmerksamen Stofftieren uraufgeführt worden und wir hatten von Dosenwerfen über »Ich sehe was, was du nicht siehst« bis hin zu »Der Plumpsack geht um« so ziemlich alle Kinderspiele durch, die Caroline kannte. Was die Kinder aber vor allen Dingen brauchten, war Bewegung und wenigstens einen kleinen Tapetenwechsel. Deswegen gab Caroline auch nach, als sie bat, nicht nur im Spielzimmer, sondern auch nach draußen im Korridor Verstecken spielen zu dürfen, allerdings unter strengen Auflagen. Die anderen Zimmer waren tabu.
Ebenso die Aufzüge, und man durfte natürlich nur im dritten Stockwerk bleiben und niemanden stören, weder Gäste noch Personal bei der Arbeit. Die Kinder waren erstaunlich kreativ bei der Auswahl ihrer Verstecke. Nur bei Fee halfen Amy und ich ein bisschen nach. Sie glaubte sich nämlich unsichtbar, sobald sie sich selber die Augen zuhielt. Die kleine Dasha hingegen erwies sich als gewiefte Versteckerin und ihr rotes Rüschenstrickkleidchen von Dior als erstaunlich robust. Es verschmolz farblich perfekt mit dem Samt der Vorhänge, hinter denen Dasha sich am liebsten verbarg und stillvergnügt abwartete, bis sie gefunden wurde. Die Kinder kletterten unter die Tische, quetschten sich in die Lücke zwischen dem Klavier und dem Regal, vergruben sich in Spielzeugtruhen oder legten sich flach in ein Einbauregal. Gracie schaffte es irgendwie, sich in den Puppenwagen zu falten, das Spitzenhäubchen einer Puppe überzuziehen und zuzudecken und machte damit den zweiten Preis bei der Auswahl zum originellsten Versteck. Den ersten Preis verdiente sich eindeutig Don. Ihm gelang es, im Korridor unbemerkt in den Wäschesack vom Etagewagen der Moser-Annie zu schlüpfen, wo wir ihn wahrscheinlich nie gefunden hätten, wenn er nicht zu kichern angefangen hätte. Viktor Jegorow, der zwischendurch immer mal wieder unauffällig gucken kam, staunte nicht schlecht, wie fröhlich seine Tochter mit den anderen Kindern spielte. Beim Mittagessen hatten wir alles soweit ganz gut im Griff. Wenn man davon absah, dass Elias wie jeden Tag sein Glas voll Limonade umwarf und Don Gracie ein Hackbällchen auf den Kopf legte, waren die Kinder auf jeden Fall besser drauf als die Erwachsenen, die Ben, Monsieur Roger und die Küche unten mit Sonderwünschen auf Trab hielten. Doch irgendwann nach dem Essen begann das Unheil seinen Lauf zu nehmen, und eins führte zum anderen. Zuerst stieß die kleine Fee sich unglücklich mit dem Kopf an der Tischkante und wollte zu ihrer Mama. Obwohl wir pusteten und Caroline sogar ein Ponypflaster hervorzauberte, war sie davon nicht abzubringen, und ihre Nase lief schlimmer denn je. Also bot Amy an, sie schnell im ersten Stock in der Faberge-Suite abzugeben. Dasha wollte ihre neue Freundin unbedingt begleiten. Deshalb durfte sie auch mitgehen. Und als Gracie sich anschloss, weil sie sowieso mal aufs Klo musste, sagte Don, er wolle auch dabei sein. Fee sei nun mal ein faszinierendes Studienobjekt für seine lange vernachlässigte Dokumentation 50 Arten von Rotz. Was dann geschah, wusste ich nur aus Amys Schilderungen, deren Wahrheitsgehalt für mich aber außer Zweifel stand. Zuerst waren die fünf wie geplant hinunter zur Faberge-Suite gegangen, aber dort war niemand gewesen. Also hatte Amy schlauerweise unten im Foyer bei Monsieur Roger nachgefragt. Und Monsieur Roger wusste, dass Fees Mutter gerade eine Rücken- und Nackenmassage bei Herrn Heffelfinger bekam. An dieser Stelle ahnte Amy schon, dass es nicht einfach sein würde, Fee zu ihrer Mutter zu bringen. Aber Fee ließ sich einfach nicht davon abbringen. Sie wollte zu ihrer Mama, und zwar sofort. Weshalb Amy nichts anderes übrig blieb, als hinunter in den Wellnessbereich zu gehen. Ich hätte es an ihrer Stelle vermutlich genauso gemacht. Weil sie wusste, wie allergisch Herr Heffelfinger auf Kinder reagierte, befahl sie Gracie, Don und Dasher vor der Tür mit dem einschüchternden Verbotsschild zu warten, bis sie Fee bei ihrer Mutter abgeliefert hatte. Was aber länger dauerte als gedacht, denn tagsüber hatte Herr Heffelfinger dort unten Verstärkung durch eine Kosmetikerin, die wohl den Auftrag hatte, die Tür zum Massageraum wie Cerberus zu verteidigen, sofern sie nicht selber gerade eine Behandlung durchführte. Dazu kam, dass Cerberus nicht gut Englisch sprach. Amy sagte, es habe ihr ganzes diplomatisches Geschick gekostet, sie davon zu überzeugen, dass es für alle Beteiligten das Beste sei, die leise vor sich hin wimmernde Rotznase auf ihrem Arm in den Massageraum zu bringen. Aber schließlich habe sie unter Herrn Heffelfingers empörtem Blick Fee in den Arm ihrer Mutter ablegen können, wo sie sofort wieder fröhlich gewesen sei. Bis hierhin war Amy durchaus zufrieden mit sich. Das änderte sich allerdings schlagartig, als sie wieder vor die Tür trat und dort keine Kinder mehr vorfand. Gracie, Don und Dasher waren einfach nicht mehr da. Sie rief ihren Namen und suchte den Korridor zwischen dem Wellnessbereich und den Aufzügen ab, aber von den Kindern fehlte jede Spur. Zu diesem Zeitpunkt fragten Caroline und ich uns oben im Kinderzimmer natürlich längst, wo sie denn nur alle abgeblieben waren. Aber erst als Amy wiederkam und sich erkundigte, ob die drei zurück zu uns gelaufen seien, fingen wir an, uns Sorgen zu machen. Keine schlimmen Sorgen.
Nur ein kleines bisschen, auch weil Dashas Vater sicher jeden Moment wieder vorbeischauen würde, um nach Dasha zu sehen. Die Vorstellung, ihm sagen zu müssen, dass wir gerade leider nicht wüssten, wo sich seine Tochter befand, war schon ein wenig unangenehm. »Wahrscheinlich führt Don sie im Hotel herum«, sagte ich, dachte aber mit Schrecken an seine schlechte Laune vorhin. Was, wenn ihm in der Zwischenzeit ein besserer Scherz als eine Stinkbombe eingefallen war? Bestimmt wollte er vor Dasha angeben, zum Beispiel mit seinem Kontakt in der Küche. Irgendjemand versorgt ihn dort immer mit Eis. »Ja, genau, ich bin sicher. Sie werden jeden Augenblick hier sein«, meinte auch Caroline. »Aber vielleicht solltet ihr doch mal losgehen und sie suchen. Ich bleibe so lange bei den anderen Kindern, damit die uns nicht auch noch verloren gehen.« Sie lachte ein bisschen, aber es klang nicht ganz so unbefangen wie sonst. Amy und ich waren noch nicht ganz durch die Tür, als Gracie anspaziert kam. »Na, seht ihr«, sagte Caroline erleichtert, aber für Erleichterung gab es leider keinen Grund. Gracie war nämlich allein. Und sie war ganz erstaunt, dass Don und Dasha noch nicht wieder hier waren. Gracie hatte die beiden zuletzt unten im Keller gesehen. Dort war ihnen beim Warten auf Amy zu langweilig geworden, weshalb sie beschlossen hatten, ohne sie wieder hinaufzugehen. Weil gerade in diesem Augenblick auch Ella und Gretchen zusammen mit Tristan, Aiden und Klaus den Wellnessbereich verlassen hatten, war Gracie ihnen über die Treppe nach oben gefolgt, um sie nebenbei ein wenig auszuspionieren, während Don und Dasha in den Fahrstuhl gestiegen waren. Gracie hatte Ella und Gretchen noch eine Weile beschattet, beim Dartspielen im Billardzimmer, dann war sie nach einem Schlenker über die Toilette zurück zu uns ins Kinderzimmer gegangen. »Ein Kind ist ja schon wieder da, die anderen beiden werden auch bald auftauchen.« Caroline streichelte Gracie über den Kopf und versuchte ein unverdrossenes Lächeln. »Es kann aber trotzdem nicht schaden, wenn ihr das ein wenig beschleunigt. Sucht zuerst in den Aufzügen.« Das taten wir, Amy, Gracie und ich. Aber von Don und Dasha war in den Aufzügen keine Spur zu entdecken. »Ich hätte sie niemals allein lassen dürfen«, jammerte Amy. »Und Caroline wird meinetwegen Ärger bekommen, wenn wir sie nicht finden. Mr. Mumford wird entsetzlich wütend sein.« »Ja, allerdings. Das würde ein gefundenes Fressen für Bens Vater sein.« »Sie spielen sicher nur wieder Verstecken«, sagte Gracie. Ich war mir da nicht so sicher. Don war, wie gesagt, schlecht gelaunt gewesen und gelangweilt. Keine gute Kombination. »Hat er noch irgendwas gesagt?«, wollte ich von Gracie wissen. Aber das war natürlich völlig sinnlos. Denn selbst wenn er etwas gesagt hätte, hätte sie es ja nicht verstanden. Gracie zuckte ratlos mit den Schultern. Dann fiel ihr immerhin ein, dass Dasha und Don nicht allein in den Fahrstuhl gestiegen waren, sondern zusammen mit einer netten weißhaarigen Dame, die nur Deutsch gesprochen hatte. »Das muss Frau Ludwig gewesen sein«, sagte ich erleichtert. »Das war doch schon mal ein Anhaltspunkt. Vielleicht weiß sie ja, wo die beiden hin wollten.« Aber leider konnte uns auch Frau Ludwig nicht weiterhelfen. Wir trafen sie im ersten Stock im Korridor auf dem Weg hinunter ins Restaurant, wo sie mit Herrn Ludwig auf eine Tasse Kaffee und ein Stück Havanna-Torte verabredet war. Sie bestätigte, die Kinder im Keller gesehen zu haben. »Ich habe mich noch gewundert, warum sie so verloren im Flur herumstanden«, sagte sie. »Der Junge und das entzückende kleine russische Mädchen sind dann mit mir in den Aufzug gestiegen. Die rasselnden Dinger sind mir zwar nicht geheuer, aber meine alten Hüften mögen keine Treppen mehr. Außerdem war ich im Bademantel«, sie senkte die Stimme, »der übrigens der bequemste und flauschigste Bademantel ist, den ich jemals besessen habe. Was meinen Sie, meine Liebe, kann man ihn wohl käuflich erwerben, bevor wir abreisen?« »Ja, ganz bestimmt«, sagte ich ungeduldig. »Aber zurück zu Don und Dasha. Sie wissen nicht zufälligerweise, wo sie danach hingegangen sein könnten?« Frau Ludwig schüttelte langsam den Kopf. »Ich bin ja schon hier im ersten Stock wieder ausgestiegen und die beiden wollten hinauf in den dritten. Den Knopf hatten sie auf jeden Fall gedrückt. Sind die kleinen Schlingel etwa verschwunden?« Ich nickte. »Aber sagen Sie es bitte niemanden. Und ganz besonders nicht Dashas Eltern. Sicher haben sie sich nur versteckt.« »Natürlich«, sagte Frau Ludwig und lächelte uns ermutigend zu. »Spätestens, wenn Sie Hunger kriegen, kommen Sie aus Ihrem Versteck. Lassen Sie sich das von einer erfahrenen Mutter und Großmutter sagen.« Ganz bestimmt hatte sie recht. Und dennoch
Hast du auch so ein komisches Gefühl? Flüsterte Amy mir zu. Ich nickte. Ja, verdammt, das hatte ich in der Tat auch. Das Hotel war riesig und unübersichtlich, und wer wusste schon, wie viele Gefahren für eine behütete Vierjährige hier lauerten, von denen ich noch nicht einmal etwas ahnte. So klein wie sie war, passte sie ja so ziemlich in jede Lücke. Ich konnte Don geradezu vor mir sehen, wie er Dasher half, in einen Lüftungsschacht zu krabbeln. Und ausgerechnet jetzt mussten mir natürlich die Worte vom alten Stucky wieder einfallen, die er an Heiligabend von sich gegeben hatte. Dass etwas Böses vor sich ging. Dass böse Kreaturen ihr Unwesen treiben und die Menschen mit ihren teuflischen Ideen verführen würden. Und auf teuflische Ideen kam Don ja auch schon von ganz allein. Ich beschloss, das einzig Richtige zu tun und Monsieur Roger einzuweihen und, weil wir schon im Foyer waren, auch Ben. Und ich merkte sofort, welche wohltuend beruhigende Wirkung die beiden auf mich ausstrahlten. Es kam wohl gar nicht selten vor, dass Kinder vorübergehend unauffindbar waren, meist am Abreisetag. Monsieur Roger erkundigte sich gelassen, wie lange die beiden denn nun schon abgängig waren, und Ben meinte, es wäre wohl am klügsten, erst einmal bei den Eltern nachzufragen, die Wahrscheinlichkeit sei doch recht groß, dass sie einfach nur auf ihre Zimmer gegangen seien. Die Eltern zu fragen hatten wir natürlich vermeiden wollen, aber ich sah ein, dass es nicht anders ging. Ben rief über das Haustelefon bei den Burkhards an, während Monsieur Roger die Panorama-Suite anwählte. Amy, Gracie und ich hielten gespannt den Atem an. Doch leider waren weder Don noch Dasher in ihren Zimmern aufgetaucht. Dons Eltern waren von der Nachricht nicht weiter erschüttert, was angesichts der Tatsache, dass ihr Sohn sein Hotel wie seine Westentasche kannte und sowieso zu allen Tages- und Nachtzeiten allein herumstreifen und in jeder Ecke herumschnüffeln durfte, auch nicht weiter verwunderte. Sie machten sich nicht mal die Mühe, herunterzukommen. Die Jegorovs allerdings erschienen in ziemlicher Geschwindigkeit in der Lobby. Stella Jegorov war vollkommen aufgelöst. Mir wurde das Herz schwer. Ich konnte mir vorstellen, welch große Sorgen sich Dashas Mutter machen musste. Immerhin war ihr kleines Mädchen erst 4 Jahre alt und vermutlich noch nie auf eigene Faust unterwegs gewesen. Gleich würden sie nach der Polizei und einer Hundestaffel verlangen und das Hotel verklagen. Aber Stella Jegorov hatte ganz andere Probleme, wie mir klar wurde, als sie in gebrochenem Englisch und händeringend auf Monsieur Roger einredete. Sie war nämlich untröstlich, weil sie wegen des Wetters niemand zum Shopping und für einen Friseurbesuch nach Genf hatte fahren können. Jetzt verlangte sie einen Helikopter, um die verlorene Zeit aufzuholen. Dass ein Helikopter erst recht Probleme mit dem Schneesturm hatte, wollte sie partout nicht einsehen. Das Verschwinden ihrer Tochter schien sie vergleichsweise kalt zu lassen. Ihr Mann hingegen versuchte sichtlich angestrengt, Ruhe zu bewahren. »Es wird nichts passiert sein, nicht wahr?« wandte er sich an Monsieur Roger. »Hier im Wolkenschloss geschieht doch nie etwas Schlimmes, richtig? Und Sie sind ja zu zweit.« »Richtig.« Monsieur Roger lächelte optimistisch in die Runde. »Wir werden die beiden Ausreißer schnell finden. Solange sie nicht nach draußen gegangen sind, müssen wir uns keine Sorgen machen. Hier im Haus geht nichts und niemand auf Dauer verloren.« Auf die Idee zu überprüfen, ob die Kinder ihre Schneeschuhe und Anoraks angezogen hatten, war Caroline natürlich als erstes gekommen. Aber es fehlte nichts und niemand hatte sie hinausgehen sehen. Deshalb war davon auszugehen, dass sie irgendwo im Haus waren, wo wir sie auf jeden Fall finden würden, was sich Viktor Jegorov wortreich versicherte. Und zwar so oft, bis er offensichtlich das Gefühl hatte, mich beruhigen zu müssen und nicht umgekehrt. Während seine Frau schon wieder davonstöckelte, beleidigt, weil niemand ihr einen Helikopter besorgen wollte, erzählte er mir, dass Dasher es liebe, sich zu verstecken. Zu Hause habe sie deswegen schon manches Mal für Aufregung gesorgt. Vor allem dieses eine Mal, wo sie versteckt im Wäschekorb, zugedeckt mit Handtüchern, tief und fest eingeschlafen sei. »Das hier ist ein besonderer Ort«, sagte er mit voller Überzeugung. »Hier können Kinder sich sicher fühlen.« »Ja, absolut, das konnten sie, wenn sie nicht gerade mit 9-jährigen Psychopathen unterwegs waren.« Monsieur Roger besorgte Viktor Jegorov eine Tasse Tee und kümmerte sich um ihn, während wir weitersuchten. Zum Glück war Romain Montfort heute nicht im Haus. Man mochte sich gar nicht vorstellen, wen er jetzt gerade alles anbrüllen und fristlos kündigen würde.
Er hatte den Jegorows und den Burkhards sicher liebend gern Karolins Kopf auf einem Tablett serviert. Eine halbe Stunde später hatten wir immer noch keine Spur von den Kindern entdeckt. Zusammen mit Gracie und Amy hatten Ben und ich die Etagenwagen sämtlicher Zimmermädchen auf den Kopf gestellt. Und wir hatten die Schränke aller Wäscheräume durchsucht. Don machte ganz sicher nicht vor Schildern mit der Aufschrift »Privat« Halt. Caroline hielt derweil im Spielzimmer die Stellung, falls die Kinder freiwillig zurückkamen. Und Pavel und Pierre durchkämmten systematisch den Keller. So einfach, wie ich gedacht hatte, war es Gott sei Dank gar nicht, in Lüftungsschächte zu klettern. Die Gitter davor waren alle fest verschraubt. Trotzdem rief ich ab und zu ein verstohlenes »Hallo?« in einen Schacht hinein. Für alle Fälle. Vielleicht hatte Frau Ludwig geplaudert, vielleicht hatten es die Leute aber auch einfach so gemerkt und waren froh, dass endlich mal etwas passierte. Jedenfalls beteiligten sich neben dem Personal auch ein paar Gäste an der Suche. Beinahe jeder hatte eine Anekdote darüber beizusteuern, wie er sich selber mal als Kind so gut versteckt hatte, dass ihn niemand finden konnte. Und Viktor Jegorow hielt sich tapfer, vielleicht auch, weil Monsieur Rocher zur Beruhigung ein wenig Rum in seinen Tee gegossen hatte. Aber gerade als ich mich vom allgemeinen Optimismus hatte anstecken lassen und meine mulmigen Gefühle über Bord schmeißen wollte, immerhin kannte ich ja Don und wusste, dass so viel Aufmerksamkeit für ihn besser war als jedes Weihnachtsgeschenk, kam der Thriller-Autor mit seiner Entführungstheorie daher. Er fing Ben und mich im zweiten Stock ab, indem er Ben am Jackenärmel festhielt, und ich sah ihn mir zum ersten Mal genauer an. Obwohl er schon mehrere Bestseller geschrieben hatte, war er erst Mitte 30. Ein kleiner, schlanker Mann mit akkurat geschnittenem dunklem Haar, einer kleinen Stupsnase, verschmitztem Lächeln und ziemlich irren Augen, wie ich jetzt feststellte. Er wolle ja keine Panik verbreiten, sagte er, und sicher würden die Kinder ja auch gleich wieder auftauchen, aber er würde es sich nie verzeihen, nicht wenigstens darauf hingewiesen zu haben. »Worauf hingewiesen?« fragte Ben, und der Thriller-Autor flüsterte mit flackerndem Blick: »Auf den Grand Hotel Kidnapper.« Und schon hatte er mich. Die Panik, die er auf keinen Fall verbreiten wollte, hatte bereits auf mich übergegriffen. Ben hingegen wirkte wenig beeindruckt. »Der Grand Hotel Kidnapper?« wiederholte er trocken. »Manche nennen ihn auch den Luxushotel-Entführer«, sagte der Thriller-Autor. »Aber das hat sich nicht durchgesetzt. Zu sperrig. Ich bin bei meinen Recherchen zu meinem letzten Buch auf ihn gestoßen. In den letzten 30 Jahren hatte er 6 Kinder aus Hotels entführt. Und er ist niemals gefasst worden.« 6 Kinder in 30 Jahren?« Ben schob skeptisch seine Augenbrauen zusammen. Der Thriller-Autor nickte wichtig. 2 in Deutschland, 1 in Österreich, 1 in Frankreich und 2 in Italien«, raunte er. »Und immer aus einem Luxushotel.« 6 Kinder, die in 30 Jahren in 4 verschiedenen Ländern aus Hotels entführt worden sind?« Man hätte denken können, Ben sei der Verleger, dem der Thriller-Autor gerade vergebens ein neues Werk schmackhaft machen wollte. »Das erscheint mir aber sehr an den Haaren herbeigezogen. Woher weiß man denn, dass es immer derselbe Kidnapper war, wenn er nie gefasst wurde?« Der Thriller-Autor war kurz aus dem Konzept geworfen. Das wurde in Ermittlerkreisen nie bezweifelt. Immer die gleiche Handschrift.« »Es gab eine handschriftliche Lösegeldforderung?« fragte Ben. »Das erscheint mir aber erst recht.« »Nein!« Der Autor schnalzte verärgert mit der Zunge. Und ich hätte am liebsten dasselbe getan, weil Ben sich so begriffsstutzig anstellte. »Das mit der Handschrift meinte ich im übertragenen Sinne. Das Verbrechen trug immer dieselbe Handschrift. Das Kind verschwand. 5 bis 6 Stunden später ging telefonisch eine Lösegeldforderung ein, die haargenau auf die Möglichkeiten der Eltern zugeschnitten war und sich nicht nur auf Bargeld bezog. Im Falle des Kindes eines weltberühmten Dirigenten verlangte der Kidnapper zum Beispiel neben Geld die Stradivari, die sich im Besitz der Familie befand. Ein anderes Mal verlangte er einen Van Gogh, von dem eigentlich niemand wissen konnte.« »Das ist ja entsetzlich«, flüsterte ich, mal wieder mit Gänsehaut am ganzen Körper. Ben sah mich kopfschüttelnd an. Der Autor aber freute sich, dass er wenigstens einen aufmerksamen Zuhörer hatte.
Die Übergabe erfolgte stets über einen Mittelsmann oder eine Mittelsfrau, fuhr er fort. Und wenn die Polizei sich raushielt, wurde daraufhin telefonisch durchgegeben, wo man das Kind abholen konnte. Nur einmal ging das nicht gut. Bei dem Sohn eines italienischen Chemieunternehmers hatte sich die Polizei eingemischt und prompt... Er stieß einen tiefen Seufzer aus. Nun, Sie sind zu jung, um sich noch daran zu erinnern. Der kleine Junge wurde jedenfalls nie wieder gesehen. Oh Gott, entfuhr es mir. Ben, wir müssen sofort Smirnov Bescheid sagen. Er soll seinen Bodyguard aktivieren. Ich fragte mich sowieso, warum der noch nicht aufgetaucht war. Ben stöhnte. Also ehrlich, diese Entführungssache ist doch völliger Blödsinn. Wie dämlich kann denn ein Entführer sein, sich einen Tag wie heute auszusuchen? Draußen schneit es wie verrückt. Seit Stunden ist hier kein Auto mehr angekommen oder weggefahren. Die einzige Straße hat 7,5 Kilometer lang keine einzige Abzweigung. Als Fluchtweg oder um Entführungsopfer vorzubringen, ist sie daher kaum geeignet. Und warum entführt dieser Kidnapper dieses Mal gleich 2 Kinder auf einmal? Ist er plötzlich so gierig geworden? Oder hat sich seine Handschrift geändert? Der Thriller-Autor presste beleidigt seine Lippen aufeinander. »Ich finde, du solltest das nicht so leichtfertig abtun, Ben«, sagte ich, was mir einen dankbaren Blick vom Autor einbrachte. »Sowohl Don als auch Dasher eignen sich doch perfekt als Erpressungsobjekte. Denk nur bei Don an den Ich schaffte es gerade noch so, das Wort Schwarzgeldkoffer zu verschlucken. »An den SGK«, fuhr ich mit gesenkter Stimme fort. Und was ist mit dem D, den J für seine F bei C gekauft hat? Hm? Hm? Ben starrte mich mit gerunzelter Stirn an. Dann grinste er. Ja, verstehe. Die beiden wären super Entführungsopfer. Aber der D, den J für seine F bei C gekauft hat, ist doch noch gar nicht im H. Und wer bitte soll der Entführer überhaupt sein? Wir kennen hier doch jeden. Das stimmt ja nun nicht, sagte der Thriller-Autor schnell. Also, wenn ich mich noch einmal einmischen dürfte, bei dieser Menge von Aushilfskräften, die Sie für die Ferien eingestellt haben, können Sie unmöglich den Überblick behalten. Meinen Informationen zufolge haben Sie auch keinerlei Background-Check vorgenommen. Im Grunde ist also jeder Aushilfskellner verdächtig. Und das wissen Sie alles, weil... Ben verschränkte seine Arme. »Ich habe schon mit einigen Ihrer Angestellten gesprochen«, sagte der Thriller-Autor. »Recherche für mein nächstes Buch. Arbeitstitel »Das blutende Zimmer«. Da geht es um einen Serienmörder, der seine Opfer in Hotelwänden ausbluten lässt.« Ich musste meinen Blick abwenden, weil mir der Glanz in seinen irren Augen ehrlich gesagt Angst machte. Außerdem schielte er ein wenig. »Aber zurück zum Grand Hotel, Kidnapper«, fuhr er eifrig fort. »Natürlich sind auch die Gäste potenzielle Verdächtige.« »Wie Sie zum Beispiel«, erwiderte Ben und verdrehte leicht die Augen. Der Thriller-Autor nickte beifällig. »Ja, das wäre eine gute Finte. Wenn ich derjenige bin, der überhaupt erst auf den Kidnapper hingewiesen hat, falle ich für den Leser natürlich erstmal als Verdächtiger flach. Aber erstens bin ich viel zu jung. Bei der ersten Entführung wäre ich dann erst 6 Jahre alt gewesen.« Und zweitens ist das ja hier überhaupt kein Roman. Jedenfalls noch nicht. Ben brummelte etwas, das wie, und wenn, dann wäre es wohl der zweitmieseste Roman, der jemals geschrieben wurde, gleich nach »Das blutende Zimmer«, klang, aber seine Stimme ging in den Rufen unter, die aus dem ersten Stock zu uns nach oben schallten. »Hier sind sie!« Das war Amy. »Wir haben sie gefunden!« Und Gracie. »Gott sei Dank!« Vor Erleichterung hätte ich beinahe zu weinen angefangen. Stattdessen griff ich nur noch Bens Hand und drückte sie fest. »Jetzt stehen Sie aber ein bisschen blöd da mit Ihrer lustigen Entführungstheorie«, sagte ich zu dem Thriller-Autor, »der ich übrigens nicht eine Sekunde lang geglaubt habe.« »Ich ja auch nicht, jedenfalls nicht wirklich«, entgegnete er prompt. »Ich wollte es nur mal gesagt haben, damit es hinterher nicht heißt, ich hätte niemanden gewarnt.« »So ein Angeber«, brummte Ben auf dem Weg nach unten. »Ich habe sein letztes Buch gelesen und das war total mies. Voller konstruierter Zufälle.
und an jedem Kapitelende irgendein künstliches Spannungsmoment, das sich dann 2 Seiten später in Wohlgefallen auflöste. Wir waren nicht die Einzigen, die in den kleinen Kammermusiksaal eilten, wo Gracie und Amy die beiden Ausreißer gefunden hatten. Viktor Jegorow war noch vor uns da, und die Erleichterung stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Ich hab es ja gewusst, ich hab es ja gewusst«, murmelte er mehr zu sich selber als zu uns. Nach und nach trudelten alle anderen ein und erstaunten das Versteck. Es war simpel, aber wirklich gut. Don und Dasher lagen zusammengerollt in den Regalen, die links und rechts neben dem mächtigen Kamin eingebaut waren. Verborgen hinter Kisten mit Noten, schweren Folianten zum Thema Musik und Gipsbüsten berühmter Komponisten. Und sie schliefen tief und fest. Naja, Dasher schlief. Don tat ganz sicher nur so. »Wenn er nicht geschnarcht hätte, dann hätte ich sie nie gefunden«, sagte Gracie stolz. »Und wenn die Katze nicht an der Tür gescharrt hätte«, ergänzte Amy leise. »Eigentlich hatten wir den Raum ja schon durchsucht.« Viktor Jegorow schüttelte den Schwestern feierlich die Hand und bedankte sich in mindestens 3 Sprachen. Dann kniete er sich vor das Regal und räumte es vorsichtig frei. Ben und ich halfen ihm dabei. »Da bist du ja, meine Kleine.« Ganz sanft zog er seine Tochter heraus und nahm sie auf seine Arme. Sie wachte nicht auf, sondern schmiegte sich an ihn und lächelte dabei. Die Zuschauer seufzten gerührt, als er sie aus dem Saal trug. »Dieser Bengel!« Mit einem Mal war auch Don Burkhardt Senior vor Ort. Er war ein großer Mann von vielschrötiger Statur, mit schlauen, wässrig-blauen Augen, einer niedrigen Stirn und einer unangenehm dröhnenden Stimme. Das zarte, hübsche und niedliche, sowie die Bambi-Augen, hatte Don von seiner Mutter. Burkhardt Senior betrachtete seinen Sohn kopfschüttelnd, aber war voller Stolz. »Dann werde ich mal nicht so sein und hier niemanden wegen Verletzung der Aufsichtspflicht verklagen, was?« Don gab ein leises Schnarchen von sich und alle lachten. Ben schlug vor, den Helfern einen Drink ihrer Wahl auszugeben und lotste sie hinunter zur Bar, und Caroline konnte erlöst in den längst fälligen Feierabend gehen und durch den Schnee nach Hause fahren. Ich blieb mit Amy und Gracie bei Don und seinem Vater im kleinen Kammermusiksaal und wartete gespannt auf Dons Erklärungsversuche. Aber der mimte weiterhin den Schlafenden. Das allerdings ganz großartig. Noch gekonnter war seine Darbietung des ahnungslosen Erwachenden. Als sein Vater ihn wachrüttelte, öffnete er träge seine Augen und starrte völlig desorientiert um sich. »Wo bin ich?« fragte er. »Wie komme ich hierher?« Sein Vater lachte dröhnend. »Auf dich ist Verlass, Junior! Du hast sie mal wieder alle aufgemischt. Das war genau das Richtige für diesen langweiligen Nachmittag.« Tja, ich für meinen Teil hätte den Nachmittag dann doch lieber mit Bastelglitter verbracht. Kein Wunder, dass Dons moralischer Kompass komplett aus dem Ruder geraten war, wenn sein Vater ihn auch noch lobte, anstatt mit ihm zu schimpfen. Don rollte sich langsam aus dem Regal und rieb sich die Augen. Eine Schande, dass er mal ein Müllimperium übernehmen musste. Er gehörte ganz klar auf die Bühne. »Wie? Warum bin ich hier? Ich weiß nur noch, dass wir die Rotznase zu ihrer Mutter bringen wollten. Was ist dann passiert? Und warum bin ich so müde?« »Weil du mein kleiner Westentaschenganove bist und ganz erschöpft vom Unsinn machen«, sagte Burkhardt Senior. »Na komm, ich nehme dich ausnahmsweise mal auf den Arm, ja?« Aber so müde Don auch angeblich war, das wollte er auf keinen Fall, schon gar nicht vor Gracies Augen. Aber er ließ zu, dass sein Vater einen Arm um ihn legte und ihn ein wenig stützte. Burkhardt Senior mochte ja ein unangenehmer Zeitgenosse mit dubiosen Plänen und Koffern voller Schwarzgeld sein, aber wenigstens schien er seinen Sohn aufrichtig zu lieben. Deshalb brachte ich es auch nicht übers Herz, dass Vater-Sohn-Idyll zu stören, indem ich nochmal den pädagogischen Zeigefinger hob und Don die verdiente Standpauke hielt. Das übernahm dann aber Gracie für mich. Als die beiden Burkhardts an uns vorbei zur Tür gingen, sagte sie streng: »Das war wirklich Pferdescheiße von dir, Don. Alle haben sich Sorgen gemacht. Außerdem war es voll gegen die Regeln. Nur im 3. Stock und nicht in den Zimmern.
Habe ich dich doch trotzdem gefunden, du Plumpsack!« Donne verstand außer Pferdescheiße und Plumpsack natürlich kein Wort. Ganz gegen seine Gewohnheit konterte er jedoch nicht mit einer Gemeinheit, sondern lächelte nur müde und murmelte: »Bis morgen, wunderschöne Gracie Barnbrook aus Charleston in South Carolina.« Und da, ganz plötzlich, kam mir der Gedanke, dass er womöglich gar nicht schauspielerte, sondern wirklich nicht wusste, was passiert war.